Ich bin Magdalena Nienhaus. Mein Name ist Rudolf Noltensmeier. Mein Name ist Johanna Binner. Ich bin Carla Mehfuß. Also mein Name ist Ingo Beken. Mein Name ist Petra Honakamp. Ja, ich bin Jana Schiller und ich bin Logopädin. Ich arbeite hier im Clemens-Hospital auf der Beatmungsintensivstation. Ich bin Fachgesundheits- und Krankenpflegerin. Für Intensivpflege und Anästhesie und bin zusätzlich noch hier im pflegerischen Leitungsteam tätig. Ja, und ich bin Physiotherapeutin. Habe eine Zusatzweiterbildung gemacht als Atmungstherapeut und arbeite hier auch im Clemens-Hospital als Atmungstherapeut. Ich bin hier als Pflegeassistentin tätig, sowohl hier auf der BIS als auch auf der Intensivstation teilweise noch und aber auch seit letztes Jahr als Bewegungsexpertin. Für mich macht die Station eigentlich aus, dass wir sie erstmal neu konzipiert haben, neu entwickelt haben. Die Kombination aus Neurologie und Pneumologie, das macht es tatsächlich einzigartig. Also die Station ist auf dem neuesten technischen Stand. Das sind die Beatmungsgeräte, das Monitoring, die Infusionstechnik, Dialysemöglichkeiten, CVVH-Möglichkeiten, also all das, was eine Intensivstation ausmacht, wird auch auf dieser Station bevorratet. Die Patientenzimmer sind sehr freundlich gestaltet, was für den Patienten sehr gut ist. Man merkt einfach, dass sie sich viel, viel wohler fühlen. Es ist deutlich ruhiger hier, dadurch, dass es keine Akutstation ist. Jeder Patient liegt in einem Einzelzimmer und dadurch sind halt die Fortschritte in der Entwöhnung deutlich größer, meiner Erfahrung nach, als wie die auf einer Akutintensivstation gemacht werden können. Und ja, die Patienten, die kommen ja geplant, da sind keine Notaufnahmen. Es werden Termine vergeben, so dass wir uns immer bestens vorbereiten können auf den Patienten. Dass es dann auch mal zu Turbulenzen kommen kann, dass es zu Notfallsituationen kommen kann, das bringt eine Intensivstation so mit sich. Aber der entscheidende Unterschied ist wirklich diese Elektivität. Das heißt, wir können nach Termin Patienten aufnehmen und dann auch wieder entlassen. Also ich finde die Station ist total besonders, weil man einfach so ganz eng zusammenarbeitet. Wir machen in der Mobilisation ganz viel auch mit der Pflege zusammen. Wir sprechen uns mit den Atmungstherapeuten ab, mit der Bewegungsexpertin und mit den Ärzten ganz eng. Also die Wertschätzung untereinander ist groß und auch die Zusammenarbeit. Und also man fühlt sich so gleich auf eine Ebene, eine Welle. Das ist so, wenn der eine nicht weiter weiß, dann hat der andere einen Tipp. Und ja, man arbeitet Hand in Hand. Man arbeitet nicht gegeneinander, sondern einfach miteinander. Das macht total viel Spaß. Das läuft hier gut, ne? Also das kann man nicht anders sagen. Die Stimmung ist gut und untereinander. Und jeder hilft jedem. Ich helfe bei Sachen, die vielleicht nicht primär in meinem Aufgabenbereich sind, aber die Kollegen helfen halt auch mir, ne? Man hat halt auch immer jemanden da, den man fragen kann. Und natürlich gibt das einen Sicherheit, weil man halt, ja, man kann halt immer fragen. Dass wir uns halt wirklich zusammensetzen, über die Patienten sprechen, zusammen Konzepte entwickeln, wie wir den Patienten halt voranbringen können. Das machen wir wirklich täglich, dass wir uns halt zusammensetzen. Wir haben ein großes Paket an Berufsgruppen, die hier am Patienten und für den Patienten arbeiten. Und damit sind wir sehr effektiv und ich glaube auch sehr erfolgreich in den Fortschritten, die man am Patienten auch sehen kann. Ja, die Arbeit ist sehr intensiv, nah am Patienten. Man lernt die Patienten auch sehr gut kennen im Laufe der Zeit. Und ja, dadurch, dass die Patienten hier deutlich länger liegen, kann man sie besser kennenlernen, auch die Angehörigen, und kann so viel individueller auf den Patienten eingehen. Also ich habe hier Zeit mitzubekommen, dass mein Patient meinetwegen gerne Biathlon guckt und dann kann ich ihm Biathlon anschalten. Man hat ein viel, viel intensiveres Verhältnis zu den Patienten, weil die Liegedauer einfach viel, viel länger ist. Ne? Und man sieht einfach die Fortschritte, weil man jeden Tag darauf aufbauen kann. Ne? Und man freut sich und man kann die Patienten motivieren, die motivieren. Und es kommt so viel zurück, weil man einfach die Fortschritte länger sieht, als wir auf einer Intensivstation, wo es nur um ein paar Tage geht. Und hier liegen die Patienten 3-4 Wochen. Und das gibt einen immens. Und das motiviert, weiterzumachen und weiter zu fördern. Wer Spaß an Intensivpflege auf vergleichsweise hohem Niveau hat, wer Spaß an Menschen hat, das heißt Intensivpflege in einem großen Team, auf hohem Niveau, direkt am Patienten, der sollte sich hier vielleicht mal melden. Also ich finde, ich habe den schönsten Beruf der Welt. Ich bin 10 Jahre jetzt im Beruf als Krankenschwester. Und hier im Clemens-Hospital jetzt seit einem Jahr auf der Beatmungsintensivstation und mir gefällt es total gut. Also ich denke, es wird sich viel in der Pflege verändern, aber ich hoffe, dass wir weiter die Arbeit so, wie wir sie machen, am Patientenbett immer machen können. Ja. Nee, ruhig ist es nicht immer. Ne?
wirklich bin. Ja. Ich bin total nervös. Ich habe es ja schon beim ersten Mal. Ja. Wusste das jetzt nicht. Das sind immer die schwierigsten Fragen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich war.